Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir sind auf unserem Symposium Aufdecken, Aufklären, Verändern, 3 Jahre danach, Konsequenzen aus dem NSU-Terror, dieser zweitägigen Konferenz im Berliner Abgeordnetenhaus, veranstaltet von der Fraktion der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und der Bundestagsfraktion der Grünen, jetzt angelangt bei unserem Podium. Wie weiter mit dem Verfassungsschutz? Ich mag 2 Ansagen zuvor machen. Nicht nur Sie im Saal hören zu. Es besteht die Möglichkeit, über einen Livestream auf der Seite des Berliner Abgeordnetenhauses der Grünen Fraktion diese Diskussion zu verfolgen. Und das gilt dann eben auch für alle, die sich an dieser Diskussion beteiligen, womit ich gleich zu der weiteren Ansage komme. Das gilt dann auch für die Personen aus der Zivilgesellschaft, die sich uns in diesem Format Fishbowl noch hinzugesellen wird, zu den anderen Gästen, die ich jetzt begrüßen darf. Da ist zunächst der Publizist und Verfassungsjurist Dr. Horst Mayer. Er sitzt hier zu meiner Linken, für die Zuschauer zur Rechten. Ich habe von Ihnen ein sehr schönes Zitat gelesen, da wollen wir dann noch drauf kommen. Der Verfassungsschutz ist ein Relikt des Kalten Krieges und er ist eine Institution einer Gesellschaft, einer Demokratie, die sich selbst nicht traut. Wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen. Neben Herrn Dr. Horst Mayer begrüße ich Dr. Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen in der Bundestagsfraktion. Sie, Herr von Notz, werden uns erzählen, was die Vergangenheitsbetrachtung, deren wegen wir hier zusammen sind, vor 3 Jahren die Selbstauflösung des NSU, was das angestoßen hat in Ihrer Partei, was auch die Beschlusslage anlangt, wie es denn mit dem Verfassungsschutz in diesem Land weitergehen soll. Ich hätte mich sehr gefreut, hätten wir jetzt auch noch Frau Martina Renner, Mitglied des Bundestages und Sprecherin für antifaschistische Politik Die Linke, hier, weil wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr unterschiedliche Positionen berücksichtigen könnten. Ja, und ich begrüße zur Rechten von mir Privatdozenten Dr. Rainer Erb vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität. Von Ihnen habe ich im Vorgespräch kurz erfahren, Verfassungsschutz heißt ja so schön in der Legende derer, die für ihn eintreten, ist das Frühwarnsystem unserer Demokratie. Sie erzählten mir davon, dass Sie schon in den 90er Jahren einmal anlässlich von Studien über antisemitisches Verhalten und Aktionen mit einem Herrn Mundlos und Böhnhardt vertraut geworden sind, weil die eine Puppe über der Autobahn mit der Aufschrift Jude aufgehängt hatten. Und das war dann ein Déjà-vu, dem wieder zu begegnen. Ja, wollen wir doch mal beginnen damit, nachdem wir eben sehr stark unter dem Eindruck stehen, auch der bisherigen Diskussionen, dass der Verfassungsschutz nun wahrlich nicht geholfen hat, den NSU aufzudecken. Daraufhin musste sich und muss sich jede Partei im Bundestag natürlich Gedanken machen, wie es damit weitergehen soll. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat ja schon dazu Empfehlungen abgegeben, auch was den Bereich der Nachrichtendienste angeht. Und es gab ein Sondervotum der Grünen. Und es gab weiterhin im Jahre 2012, also vor etwa 2 Jahren, eine Beschlussfassung. Und ich wollte Sie jetzt doch mal bitten, Herr von Notz, dass Sie uns die Eckpfeiler sozusagen dieser Überlegungen, die der derzeitige Diskussionsstand in der Partei sind, darlegen. Ja, vielen Dank für die Frage. Das machen wir, das haben wir gleich.
Mikro geht jetzt. Sehr gut, sehr gut. Also vielen Dank für die Frage. Es ist ja nicht so, dass die Grünen nicht schon immer auch kritisch auf Geheimdienst und den Verfassungsschutz geguckt haben, aber tatsächlich war eben das Versagen und das Offenbarwerden strukturellen Versagens bei den Diensten für uns nochmal ein Anlass, als Bundestagsfraktion, aber eben auch als Partei uns sehr kritisch mit dem Verfassungsschutz nach dem NSU auseinanderzusetzen. Wir haben gesagt, von der Grundlinie her würde ich es so beschreiben, wir brauchen eine Neuaufstellung des Verfassungsschutzes, bei dem kein Stein auf dem anderen stehen bleiben darf. Wir brauchen eine gesetzliche Kompetenzbeschneidung, also muss weniger Befugnisse haben, einen stark gekürzten Aufgabenbereich. Die parlamentarische Kontrolle muss ausgebaut werden. Da muss man strukturelle Veränderungen vornehmen, aber man muss vor allen Dingen auch Kompetenzen der Parlamente, den Dienst zu kontrollieren, erweitern. Wir haben im Hinblick auf die Geheimhaltung insgesamt Reformbedarf, dass nämlich die Dinge, die geheim gehalten werden dürfen, einer besonderen Rechtfertigung bedürfen. Im Augenblick ist es ja so, dass praktisch alles, was Dienste machen, per se super obergeheim ist. Das ist auch meine Erfahrung aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, in dem ich im Augenblick unterwegs bin. Außerdem glauben wir, und das ist vor allen Dingen ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass wir insgesamt eine Beschränkung von Geheimhaltung haben müssen. Ich würde mal die These aufstellen, dass in einer Demokratie nichts länger als 30 Jahre geheim bleiben sollte, jetzt mal von einzelnen betroffenen Personen abgesehen, da kann es längere Begründungen geben, aber von bestimmten Vorgängen glaube ich, dass wir eine Begrenzung an Geheimhaltung brauchen. Und wir wollen ein Institut gründen, das einen ganz erheblichen Teil der Dinge, die heute beim Verfassungsschutz teilweise auch merkwürdigerweise liegen, eben übernimmt und ich nenne das mal zivil erdet. Ja, also das, was man unter Beobachtung versteht, also öffentliche Quellen zugänglich zu machen, Zeitungsartikel zu lesen, zu verfolgen, was in bestimmten Bereichen abläuft, dass das eben transparent von einem zivilen Institut gemacht wird und man das eben nicht mehr in die Dienste überträgt. Wir haben einen sehr kritischen Blick auf V-Leute und würden die gerne perspektivisch abschaffen. Was wir aber nicht sagen, und das will ich an dieser Stelle auch deutlich sagen, wir sagen nicht, der Verfassungsschutz muss abgeschafft werden. Das sagen wir nicht. Wir glauben, dass in bestimmten Bereichen im Hinblick auf das, was man unter islamistischen Bewegungen versteht, dass es schon eines Instrumentes, wie der Geheimdienste grundsätzlich bedarf. Aber wir sind auch nicht abgeschlossen mit dieser Meinung. Es gibt in unserer Partei sehr starke, sehr kritische Stimmen, die das noch grundsätzlicher in Frage stellen. Und ich würde sagen, dass das ein Prozess ist, den wir erkenntnisabhängig weiterentwickeln. Also wenn wir es nicht schaffen, aus dem, was jetzt vorgefallen ist, die Konsequenzen zu ziehen, die erforderlich sind, dann wird es meiner Ansicht nach in der Tat so sein, dass sich die grundsätzliche Frage auch nochmal neu stellt. Aber erstmal haben wir den Anspruch zu reformieren, sehr grundsätzlich zu reformieren, eine Umkehr sozusagen von vielen Dingen, die im Augenblick eben zu Lasten von Transparenz und Demokratisierung der Strukturen gehen. Und das wäre der Ansatz, den wir haben, um diese Reformen jetzt voranzubringen. Nur ganz grundsätzlich, der Beschluss der Fraktion
im Bundestag vom 27.11.2012. Der sieht ja so ein Zwei-Säulen-Modell vor, also Institut Demokratieförderung nennen Sie jene erste nicht nachrichtendienstlich arbeitende, ist es eigentlich eine Behörde? Nein, das ist eine Behörde, würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das final bis in die letzte Schlaufe definiert ist, aber ich würde sagen, ein Institut ist eine Einrichtung, die Geld bekommt, kann vielleicht auch eine Stiftung sein. Oder und inwieweit sind in dieser Institution ja Vertreter der Zivilgesellschaft vorgesehen als Teil sozusagen dieser neuen Beobachtung dessen, was sich politisch tut? Das ist so vorgesehen, eine starke Einbindung der Zivilgesellschaft, aber auch zum Beispiel die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen, die sich dort stellen, Vergabe von Gutachten, regelmäßige Einbeziehung von Wissenschaft in die Arbeit. Uns geht es vor allen Dingen darum, diese Arbeit, die ja wichtig ist, ja, aus diesem Geheimdienstbehördenumfeld herauszunehmen und zivilgesellschaftlich zu erden. Und da ist eben die Einbindung, auch die institutionalisierte Einbindung von Zivilgesellschaft ganz wichtig für uns. Und wo ist die Schnittstelle und wie ist sie definiert zu der dann doch noch neu zu gründenden, wieder zu gründenden Inlandsaufklärung? Ja, die Schnittstelle. Also Informationen müssen natürlich da ausgetauscht werden. Wir wollen, dass diese Inlandsaufklärung eben vor allen Dingen parlamentarisch sehr viel stärker kontrolliert wird, als das bisher möglich ist in den verschiedenen Gremien, die es dafür gibt. Und natürlich muss dann auch zwischen diesen beiden Säulen oder Instituten ein Austausch stattfinden von Informationen. Geht es vielleicht in der, im Institut für Demokratieförderung um den politischen Diskurs, um den Meinungskampf? Und ist die Schnittstelle dann dort, wo es der Meinungskampf gewaltförmig wird und Gewalthandlungen vorbereitet werden? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also im Hinblick auf die Begrenzung von Kompetenzen und Möglichkeiten, Befugnissen, worauf sich überhaupt Arbeit beziehen soll bei dem Inlandsdienst, Aufklärungsdienst, soll Gewaltbezug eines der Voraussetzungen sein, die es gibt. Ja, wir wollen eben nicht, dass man, nehme jetzt mal das Beispiel, Ressourcen darauf verschwendet, die Linksfraktion zu überwachen, sondern es muss einen Gewaltbezug, ideologischen Gewaltbezug geben, wobei auch ganz klar die Trennung zu sehen ist, sobald sich dieses konkretisiert, ja, also im Hinblick auf Taten, geplante Taten, ist natürlich wegen des Trennungsgrundsatzes die Polizei gefragt und eben nicht ein solcher Inlandsaufklärungsdienst. Dann verstehe ich es wohl richtig, dass in einem Institut Demokratieförderung solche Persönlichkeiten wie Dr. Horst Mayer oder Dr. Rainer Erb säßen. Die stehen ganz oben auf der Liste. Und würden sozusagen diesen gesellschaftlichen Diskurs beobachten. Ich will aber Sie, Herr Mayer, nun einmal fragen, ob Sie dieses Modell, das uns Konstantin von Notz in Umrissen vorgestellt hat, das auf dem Markt ist, wenn Sie das jetzt mal damit abgleichen, leider Gottes kann es Frau Renner hier nicht vertreten, die für die Linke eben sagt, der Verfassungsschutz sei abzuschaffen. Wo würden Sie sich persönlich zwischen diesen Positionen einordnen oder eine ganz eigene beziehen? Nun, in dem Buch, das Klaus Leggewi und ich 2012 publiziert haben, plädieren wir klipp und klar für die Abwicklung des Verfassungsschutzes. Das ist auch binnen 5 Jahren sozialverträglich zu gestalten. Wir wissen aber, und das wird ja heute immer klarer, der Verfassungsschutz überlebt seit 1950 einen Skandal nach dem anderen. Der ist einfach anscheinend nicht tot zu kriegen. Und sagen wir mal,
als im Dezember 2012 mit Herrn Maaßen, dem neuen Chef vom Kölner Bundesamt, hier diskutiert wurde, hatte ich das Vergnügen, dabei zu sein. Er hat ja Besserung gelobt und alles Mögliche. Aber ich meine, ich kann nur mal jetzt ganz nüchtern feststellen, nach 3 Jahren NSU-Skandal, wo man manchmal ja doch glauben konnte, na, jetzt ist endlich mal Schluss mit dem Verein. Sie haben auch diesen Skandal überlebt und das, was da als Binnenreform von Herrn Maaßen jetzt und vom Innenministerium gepriesen wird, also ich meine, V-Leute-Register löst nicht das V-Leute-Problem, nur mal so am Rande gesagt. Was jetzt die grüne Strategie betrifft, da bin ich ein bisschen traurig, weil ich meine, kein Stein auf dem anderen, das hört sich richtig gut an. Ja? Aber wenn dann dabei rauskommt, dass die im Innenministerium angesiedelt werden unter dem Begriff Inlandsaufklärung, da finde ich, ja, könnte man ruhig noch ein Stück weitergehen. Aber man muss natürlich konzeptionell denken. Die Polizei kam schon ins Spiel und ich meine, Sie wissen wahrscheinlich, es gibt einen polizeilichen Staatsschutz. Das ist eine spezielle Abteilung der Kriminalpolizei, die für politisch motivierte Delikte zuständig sind. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass diese Leute ein notorisches Konkurrenzproblem mit dem Verfassungsschutz haben. Weil wenn der Verfassungsschutz nämlich mal was Interessantes am Wickel hat, halten Sie das oft unterm Deckel und geben die Informationen nicht an die Polizei weiter. Da gibt es also wirklich ein Problem. Und wenn Sie mit erfahrenen Staatsschutzleuten von der Polizei sprechen, merken Sie auch schnell, was Sie vom Verfassungsschutz halten. Nämlich 2 Dinge. Entweder tun die etwas, was unerheblich ist, weil sie zählen dann, wie viele Trotzkisten es in Deutschland gibt. Ich meine, ich muss Ihnen das mal zeigen. Aus einer alten Gewohnheit folgend lese ich das seit Mitte der 70er Jahre. Das ist der Jahresbericht, den die immer rausbringen. Übrigens auch weltweit einmalig, soweit ich weiß, kein Inlandsgeheimdienst gibt so ein Heftchen raus. Das Heftchen ist dicker geworden und bunter seit 1975, aber gewiss nicht besser. Das kann ich Ihnen versichern. Das Problem ist auch, ich meine, wir müssen nicht wissen, dass es 13 Sekten gibt des Trotzkismus in Deutschland mit 1150 Mitgliedern. Vielleicht verdient ein Mitarbeiter in Köln damit seine Rente. Das ist auch nicht verkehrt. Aber wissen Sie, das hat keinen Nutzwert, das hat keinen sicherheitspolitischen Gebrauchswert. Und deshalb, strategisch gedacht, würde ich mir wünschen, obwohl ich weiß, das ist realpolitisch im Moment nicht durchzusetzen, weil insbesondere die großen Parteien, also bei den Grünen und den Linken wird ja diskutiert, das ist sehr gut und sehr wichtig, aber die großen Parteien über die Innenminister decken ja immer noch den herrschenden Verfassungsschutz und da ist man überhaupt nicht gewillt, irgendwas zu machen. Natürlich verspricht man da, das V-Leute-Unwesen ein bisschen an die kürzere Leine zu nehmen. Nein, lassen Sie mich kurz skizzieren, ganz kurz ein Stichwort sagen, wenn Sie den polizeilichen Staatsschutz haben, Straftaten, Rechtsbruch und tendenziell Gewalt in der politischen Auseinandersetzung. Das ist die Grenze, die wir in der Studie Republikschutz schon Mitte der 90er Jahre gesagt haben. Das ist die Grenze des politischen Kampfes. Und wenn Sie so eine liberale, demokratische Verfassung haben und praktizieren wollen, wenn Sie also darauf verzichten wollen, den Verfassungsschutz weder Linksradikale noch Rechtsradikale belästigen zu lassen, Herr Maaßen redet von Legalisten. Was sind Legalisten? Das sind Leute, die sich legal verhalten und die falschen Inhalte vertreten, nämlich das, was die Regierung als extremistisch bezeichnet. Das taugt nichts. Deshalb die Frage, was würden wir von der Inlandsaufklärung erwarten? Und da kann ich nur Folgendes sagen, nicht die Beobachtung, die routinemäßige Beobachtung, das haben Sie ja auch praktisch eben schon gesagt, des legalen Extremismus. Abgesehen davon, dass die Extremismusdiskussion also von vorne bis hinten nie gelöst werden kann. Ich kenne das seit Mitte der 70er Jahre. Ja, das ist mal der Kampf gegen links und es ist mal der Kampf gegen rechts. Hier werden auch die Abteilungen vertauscht. Seit Chili da ist die große Abteilung Rechtsextremismus an vorderer Stelle. Vorher war das der Linksextremismus. So kann man Verfassungsschutz, Kosmetik betreiben, aber keine sozusagen handfeste Reformpolitik. Wir müssten also sagen, wenn wir die Inlandsaufklärung befreien von dieser fehlgeleiteten Kernaufgabe Überwachung des legalen Extremismus. Und das ist übrigens die Kernaufgabe einer Demokratie, die sich Ende der 40er Jahre nicht selbst getraut hat. Ja, warum? Weil die meisten Deutschen, die dort lebten, gar keine Demokratie wollten. Die hatten leider den Krieg verloren und die Demokratie war natürlich auch ein Stück weit die Strafe für den verlorenen Krieg. Sie hätten mal die Deutschen abstimmen lassen sollen 1947, was die für ein Regime haben wollten. Also sicherlich keine demokratische Bundesrepublik. Und deshalb hat man gesagt, alle Bürger müssen verfassungstreu sein und die Parteien müssen auch verfassungstreu sein. Das ist dann der legale Extremismus, den sie eben nicht an dem Bruch der Rechtsordnung festmachen können, sondern an der Gesinnung. Was bleibt denn anderes übrig, als zu sagen, wer ist inhaltlich gegen unsere FDGO? Das können Sie ja nur inhaltlich gesinnungsmäßig feststellen. Wenn Sie sagen, auf einen Rechtsbruch kommt es nicht an. Also, würden Sie dem zustimmen,
diese alte Kernaufgabe, Überwachung verfassungsfeindlicher Bestrebungen, im Gesetz heißt es Bestrebungen, die gegen die FDGO gerichtet sind. Wenn Sie das wegnehmen, nehmen Sie dem Verfassungsschutz seine althergebrachte Kernaufgabe weg. Und wenn Sie ihn dann fokussieren, hier Herr de Maizière hat geschrieben, man wolle sich demnächst auf Gewalt und so weiter fokussieren. Man hätte übrigens auch gemerkt, man hat ja nicht so viele Ressourcen und da wäre es schon besser, sich auf die gefährlichen Leute zu fokussieren. Wenn Sie das wirklich wollen, dann kriegen Sie ein Problem. Das müsste Herr de Maizière auch wissen, weil er ist Innenminister und er ist auch für die Polizei zuständig. Wenn Sie den Verfassungsschutz zurückschneiden, auf die Grenze des Rechtsbruchs, dann hat er noch ein ganz massiveres Problem, sich mit dem polizeilichen Staatsschutz zu überschneiden. Und deshalb sagen wir, wenn Sie die sachliche Aufgabe korrekt zurückstutzen in demokratische normale Verhältnisse, wenn Sie den Geheimdienstverfassungsschutz, der kein normaler Geheimdienst ist, sondern ein westdeutsches Gewächs der Demokratiegründung damals, wenn Sie den abschaffen wollen, dann werden Sie sich um den polizeilichen Staatsschutz, den Sie ja heute, soweit ich das gesehen habe, schon erfreulicherweise diskutiert haben, dann werden Sie sagen, das sind die Leute, die die Rahmenordnung des politischen Kampfes überwachen und die sagen werden, wenn Straftaten passieren, werden wir dagegen vorgehen. Und die übrigens auch, es gibt heute schon so etwas wie einen polizeilichen Nachrichtendienst und dieser Nachrichtendienst geht in das Vorfeld rein. Das heißt, der will konspirative Strukturen erkennen, weil wir können ja nicht nur von denen fordern, bekannte Firmen zu überwachen, die müssen ja auch mal, sagen wir mal, so eine NSU-Zelle müssten sie ja vielleicht auch erkennen können. Oder sie müssten eine ATTA-Zelle, die sich in Hamburg-Harburg an der TU bildet und dann den 11. September veranstaltet, das müssten sie auch erkennen oder versuchen zu erkennen. Und das ist jedenfalls, ich habe es versucht kurz zu machen, das strategische Konzept und das ist auch der Hintergrund. Natürlich kann man den Verfassungsschutz reformieren, aber ich meine, das ist vergebliche Liebesmühe. Ich habe daraus entnommen, dass aber die Aufgaben, die bislang dem Verfassungsschutz zugeordnet waren oder er sie sich genommen hat, Sie ganz gerne in die Richtung des polizeilichen Staatsschutzes bewegen möchten. Herr von Notz, Sie wollten zu Herrn Mayer Stellung nehmen. Also jetzt nur damit wir auch den gemeinsamen Ground finden, den wir haben. Die Trotzkisten wollen wir auch nicht mehr überwachen und das halten wir also auch für Quatsch, das habe ich ja einleitend gesagt. Ich sage Ihnen aber, wo ich ein Problem habe und das muss man auch sauber lösen. Ich glaube, dass man an dem Grundsatz des Trennungsgebotes schon festhalten muss und ich habe große Probleme damit, auf die Polizei Aufgaben im präventiven Bereich zu übertragen. Sie fürchten eine Geheimpolizei. Ich fürchte eine Geheimpolizei und ich finde das schwierig und ich glaube, dass man sozusagen, wenn man die Mittel eben, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leuchte in dem ganzen NSU-Prozess jetzt unbedingt polizeilich da stattgefunden hat. Auch da muss man ja feststellen, da hat es jede Menge Probleme gegeben. Viele Sachen liegen noch im Dunkel. Und wenn man jetzt sagt, also die Polizei, die macht alles 1A und super, dann ist das eben auch nicht gesagt. Und insofern habe ich Schwierigkeiten, also Kompetenzen, die wir heute eben bei den Diensten haben, in die Polizei zu schieben und dann zu sagen, dann haben wir das Problem damit gelöst. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, wir sollten auch an dieser, die ich für eine Errungenschaft halte, dieses Trennungsgebot, was uns auch unterscheidet von vielen anderen Ländern, dass wir an diesem Bild grundsätzlich stattfinden. Sonst haben wir nämlich bei all den Bestrebungen, die es heute schon gibt, polizeiliche Aufgaben in den Präventivbereich zu schieben. Und das ist ein Abwehrkampf, den wir jeden Tag in allen möglichen Bereichen fahren. Sonst wird das noch viel schwieriger werden, sozusagen nicht so einen präventiv agierenden Sicherheitsapparat zu haben, der mit polizeilichen Mitteln unterwegs ist. Herr Erb, Sie haben jetzt, nachdem wahrscheinlich ist, dass Sie, wenn sich das Modell der Grünen durchsetzt, sicherlich von einer Debatte des Instituts für Demokratieförderung zur nächsten eilen werden. Sie haben jetzt die Wahl. Sie haben hier zwei verschiedene Modelle gehört. Haben Sie denn den Eindruck, dass wir eine Zukunftsperspektive damit gehört haben? Ihre Aufgabe oder Ihre Arbeit hat sich darauf bezogen, die Herausbildung gewaltförmiger Politikprozesse
zu erforschen aus Vorurteilsstrukturen. Sie haben diese Szenen lange Jahre beobachtet. Wenn Sie jetzt diese Modelle hören, die den Verfassungsschutz alter Prägung ablösen sollen, haben Sie das Gefühl, dass wir dann in einer verfassungsgeschützten Republik leben werden? Ja, darf ich anders anfangen? Meine Aufgabe ist jetzt nicht, pro oder contra Verfassungsschutz zu sprechen, sondern ich habe mir die Konzepte, wie sie Legge wie Meyer und wie die Grünen oder auch wie die Linken vorgelegt haben, angeschaut, welche Ziele verfolgen die Abschaffung, Neuaufbau, Republikschutz, und frage mich, was leisten dann diese Konzepte? Pardon. Mir fällt auf, dass mir alle drei Vorschläge, die hier zur Debatte stehen, die vorgestellt worden sind, nicht zu Ende gedacht, durchdacht sind. Einmal wird ganz stark auf Rechtsextremismus und Linksextremismus fokussiert. Der Verfassungsschutz hat aber weitergehende Aufgaben. Was ist Terrorismusabwehr? Es gibt anders politisch motivierte Extremismus, es gibt den Terrorismus, es gibt die Spionageabwehr. Wer soll diese Aufgaben übernehmen? Darüber wird eigentlich kaum gesprochen. Ich will das jetzt auch gar nicht aufgreifen. Ich will nur feststellen, dass, wenn man sagt, Verfassungsschutz abschaffen, muss man natürlich alle Arbeitsfelder beachten und für alle Arbeitsfelder entweder sagen, wir brauchen sie nicht, oder aber Alternativen nennen. Wenn Sie das nicht machen, dann reißen Sie in das Sicherheitsnetz eine Lücke. Wir haben dann eine Sicherheitslücke. Wie schließen wir die? Ich will das mal festmachen an dem sehr sympathisch klingenden Unterscheidungsmerkmal. Sie sagten, Herr Meyer, die Extremismusdiskussion sei zu keinem Ende zu führen. Wohl wahr, aber die Gewaltdiskussion eben auch nicht. Wenn Sie das Kriterium einführen, wir überlassen das dem liberalen Meinungsspektrum, das ist gedeckt durch Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die Leute sollen ihre Verbalradikalismen ablassen, sie sollen vollmundige Parolen gegen den Staat auch äußern dürfen. Wir schreiten erst ein, wenn die Schwelle zur Gewalt überschritten ist. Dann wird Ihre Argumentation unscharf und widersprüchlich. Denn, Moment, das ist schlecht. Denn wir wissen aus der Gewaltforschung, dass politische Radikalisierung sich über Ideologien, die sich radikalisieren, und über militante Gruppen entwickelt. Wenn Sie sagen, Verbalradikalismus ist noch gedeckt durch Meinungsfreiheit, haben Sie das Problem, dass Sie den Entstehungsprozess von Gewalt und von strafbaren Handlungen gar nicht mehr im Blick haben. Das können Sie an dem Thüringer Heimatschutz sich klar machen. Ich nehme das Beispiel, weil das jetzt natürlich auf dem Tisch liegt. Innerhalb dieses Thüringer Heimatschutzes hatten wir eine Radikalisierung. Der Heimatschutz hieß ja, wir müssen die Thüringer Heimat vor Zuwanderung schützen. Die multikulturelle Gesellschaft, hieß es dort, ist das größte Verbrechen an der Menschheit. In diesem Kontext haben diese drei tatverdächtigen Täter gelernt, sind politisch sozialisiert worden und haben sich in diesem Kontext radikalisiert. Es sind ja nicht alle 170 Teilnehmer am Thüringer Heimatschutz zu Verbrechern und zu Mördern geworden, sondern die drei. Aber die haben diesen politischen Vorlauf genommen. Also, wie soll die Grenze zwischen liberaler Meinungsfreiheit, zwischen Verbalradikalismus, zwischen Hassparolen mit impliziter Handlungsaufforderung und von strafrechtlicher Gewalt gezogen werden? Ist die Parole Ausländer raus volksverhetzend
und ist dann die elaboriertere Parole Identität waren es nicht. Beide zielen in dieselbe Richtung. Also hier scheint mir die Argumentation, so gut sie zunächst mal einleuchtet, wir beobachten nicht mehr Gesinnung, sondern wir beobachten Gewalt und vielleicht auch noch Prozesse von Gewaltentstehung, nicht scharf genug und nicht genügend durchdacht, weil, wie gesagt, die Gewalteskalation oder die Gewalt bricht ja nicht zufällig aus, sondern hat einen Vorlauf, hat ein Übungsgelände und so weiter. Zweitens, noch das, weil das zu diesem Konzept gehört. Wer soll dieses Milieu beobachten, in dem diese Hassparolen entwickelt werden, wo sie verbreitet werden, wo ein aufnahmebereites Publikum sitzt und diese Hassparolen rezipiert? Wer soll dieses Milieu beobachten? Bisher hatte der Verfassungsschutz das im Blick, gut oder schlecht, wie auch immer. Wer soll das, wenn es keinen Verfassungsschutz mehr gibt, wer soll hier hineinschauen? Natürlich, man kann sagen, Internetbeobachtung, offene Quellen, klar. Aber was ist mit Gruppen, die sich eben stark abschotten, die konspirativ arbeiten und die dann mit ihren Ergebnissen, mit ihren Publikationen oder auch eben mit ihrer Handlungsaufforderung in die Öffentlichkeit treten? Wenn Sie das der Polizei überlassen, in diese Milieus, die sich noch nicht strafbar gemacht haben, aber die möglicherweise sich entwickeln können, wenn Sie diese Aufgabe der Polizei und dem Staatsschutz überlassen, dann haben Sie doch irgendwann eine Geheimpolizei. So, und was ist das Problem der Geheimpolizei? Sie machen sich lächerlich über den Verfassungsschutzbericht. Alles korrekt, nur vom Staatsschutz haben Sie noch nie einen Bericht gelesen. Der Staatsschutz publiziert gar nicht. Und wenn Sie den jetzt gesetzlich verpflichten, dass er über seine Arbeit publizieren sollte und die Öffentlichkeit unterrichten und dann würden die sagen, geht nicht, aus laufenden Ermittlungen können wir nichts sagen. Also wäre nachher die Öffentlichkeit schlechter unterrichtet durch die Kompetenzerweiterung der Polizei als jetzt, wo man immerhin, gut, das dritte Moment, Sie sagen, also hier die grüne Fraktion, Gewalt soll das Kriterium sein, alles andere kann wissenschaftlich, zivilgesellschaftlich beobachtet werden. Da muss ich leider sagen, dann haben Sie zwei wissenschaftliche Schulen. Dann haben Sie den Herrn Stöss in Berlin und den Herrn Jesse in Chemnitz. Glauben Sie, die kommen auf einen grünen Zweig? Sie haben dann sofort einen heftigen, und zwar mit guten Gründen, methodisch, theoretisch, empirisch, einen heftigen wissenschaftlichen Streit, der in Grundsatzfragen, theoretischer, methodischer Grundsatzfragen führt, ob das dann zur Lageerklärung, was ist gerade 2015 sich entwickelt, beiträgt, das mag ich sehr bezweifeln. Damit verbunden, wenn Sie sagen, es so sympathisch mir das natürlich ist, so ein Institut zu haben. Aber damit verbunden ist Folgendes. Man sagt zu Recht, der Verfassungsschutzbericht ist eine staatliche Verdachtserklärung gegenüber den Personen, die dort genannt werden und den Organisationen. So, und was soll jetzt dieses zivilgesellschaftliche Institut machen? Die würden ja auch denunzieren. Die würden Organisationen als gefährlich bezeichnen, als extremistisch, als radikal, als militant. Die würden Personen bezeichnen. So, und dann passiert Folgendes. Wenn ein konservativer Wissenschaftler, oder der kann ja eine begründete Meinung haben, der sagt, VVN ganz gefährlich. Dann sagt ein anderer Wissenschaftler, der eher vielleicht linksliberal ist, denunzierst du meine Gruppe, denunziere ich deine. Ja? Also sie hätten dann einen Deutungsstreit
den können Sie nicht rauslassen, den kann man heute sehen. Also das wissenschaftliche, methodisch, empirische Argument zwischen Disziplinen, zwischen Schulen, zwischen Forschungsansätzen und so weiter, das würde ausgetragen. Und zweitens, wen diffamieren Sie, wen blamieren Sie durch Nennung? Das, denke ich, ist alles noch nicht gut genug überlegt, deshalb weiterarbeiten. So, jetzt haben wir alle schönen Instrumente aus der Hand geschlagen bekommen, die uns in irgendeiner Art und Weise über entstehenden Extremismus und extremistische Gewalt Kunde verschaffen könnten. Ich frage nur noch mal zur Sicherheit nach, aber sozusagen der State of the Art, also der V-Mann, wer der dann sozusagen ihr Libero? Oh. Also diese Frage muss ich in der Form natürlich erstmal zurückweisen. Es ist nicht meine Aufgabe, jetzt meine persönliche Meinung hier, sondern Sie müssen aus der Logik der Geheimdienste, ist natürlich der Pharma eine ganz wesentliche Quelle. Aus der Logik der und je höher angesiedelt ist, desto mehr weiß er, desto früher weiß er es und desto wertvoller ist seine Information. Ich bin ganz vorsichtig. Wir haben durch den Schäferbericht zum Beispiel aus Thüringen gesehen, welche Informationen diese V-Leute dem Verfassungsschutz Thüringen geliefert hat über das abgetauchte Trio. Die waren zutreffend, die waren zeitnah und die waren auch relativ präzis. Das Problem lag ja beim Verfassungsschutz, dass der nicht in der Lage war, diese Information auszuwerten, weil der intern zerstritten war und so desorganisiert, dass diese Information nicht auf einem Schreibtisch lag, sondern auf dreien, beim Auswerter, beim Beschaffer und beim Referatsleiter, sodass keiner den Überblick hatte. Und der Schäfer als Jurist, der ist entsetzt und sagt, jeder, der diese Information vor sich hat, über die Wochen, wie sie eingetroffen sind, hätte doch gesagt, sie suchen eine Waffe und dann heißt, sie brauchen keine mehr und sie brauchen kein Geld mehr. Da muss doch der Dümmste draufkommen, dass sie vielleicht mit der Waffe mal abgehoben haben. Da aber diese Information nicht, die lag ja vor von V-Leuten, nicht ordnungsgemäß ausgewertet wird, liegt das Problem in dem Fall eben nicht beim V-Mann, sondern beim Auswerter, beim Amt. So, aus Geheimdienstlogik, wie gesagt, ist ein V-Mann wertvoll. Wenn der Maaßen natürlich sagt, die V-Leute sind unsere Augen und Ohren, ist das Quatsch. Das sind natürlich die Augen und Ohren des V-Manns. Und was er dann dem Amt nachher erzählt, ist wieder was anderes. Ja. Und ja, es gibt Anstöße, Sie sagen, es hat sich alle Skandale und so weiter haben sie überdauert. Es gibt aber jetzt doch Anstöße auf Länderebene und auch auf Bundesebene. Einmal diese V-Mann-Anwerbung, die V-Mann-Führung gesetzlich genauer zu normieren. Also dass eben nicht mehr Mörder und verurteilte Schwerstverbrecher angeworben werden und so weiter. Da gibt es Überlegungen. Das ist ein Anstoß, ich bin da auch kein Optimist, aber es ist ein Anstoß, der Verfassungsschutz ist in so einer schlechten Situation durch diese NSU-Skandal, dass er selbst dazu bereit sein muss, hier etwas ja, mehr gesetzliche Regelungen, mehr Kontrolle zu akzeptieren. Ich frage mich, das ist meine letzte Bemerkung, ich frage mich, ob es nicht taktisch sinnvoller ist, die Situation zu nutzen, um da ein paar Ankerpunkte zu legen, als zu sagen, ich schaffe den jetzt mal ganz ab. Oder das ist meine Forderung. Und alles, was davor steht, vor Abschaffung oder vor Neuaufbau, ist nur Flickwerk. Gut, was die möglichen Veränderungen, also den Umbau, verstehe ich Sie eigentlich, des Verfassungsschutzes
anlangt, muss man schon darauf hinweisen, dass natürlich sehr starke Kontinuitäten personell und auch was sozusagen die Grundauffassungen angeht, vorhanden sind. Ich habe bei einer Sendung über V-Leute in linken und rechten Gruppierungen habe ich vor einigen Jahren das nach wie vor in allen Landesämtern und im Bundesamt stehende Standardwerk Handbuch des Verfassungsschutzrechts von Frau Bernadette Droste mit einer sehr langen Karriere beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei anderen nachrichtendienstlichen Organisationen gefunden. Das ist von 2007. Da heißt es beispielsweise, die Abkürzung V stammt aber nicht von dem Wort Vertrauen oder Verbindung, sondern von Vigilant, der mittelalterlichen Bezeichnung für Nachtwächter, ab. Es bedeutet so viel wie wachsam, schlau, aufgeweckt. Allzu leichtfertig werden V-Leute gemeinhin als Spitzel, Kriminelle oder Ähnliches disqualifiziert. Nicht selten handelt es sich um Bürger, die ursprünglich aus idealistischen Motiven Mitglieder extremistischer Parteien geworden sind und allmählich erkennen, dass diese Parteien oder Organisationen letztlich genau den Terror oder die Willkürherrschaft anstreben, gegen die sie angeblich selbst vorgehen. Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es, solche Erkenntnisprozesse bei Einzelmitgliedern rechtzeitig wahrzunehmen und diese Bürger zu bewegen, in den Organisationen zu verbleiben, um die zuständigen staatlichen Stellen über die konkrete gegen Verfassung und Staat gerichteten Planungen zu unterrichten. Also dann wird noch weiter dafür plädiert, man soll die auch möglichst hoch ansiedeln. Die Captatio Benevolentiae, also dass man mit diesem Instrument was machen kann, in den bestehenden Strukturen, ist nach wie vor sehr hoch. Deswegen frage ich mich, womit soll dann eigentlich Erkenntnis gewonnen werden? Sie haben von Herrn Mayer gehört, der ist mehr für, ja, wohl für verdeckte Ermittler. Das sind dann, das ist, wenn es der polizeiliche Staatsschutz macht, ja andere Personen, das sind Beamte. Ja. Gibt es in diesem Modell sozusagen noch Platz für die V-Leute oder wie sähe das aus? Also nur hilfsweise, dass V-Leute, ich darf mal den guten alten Heinrich Lummer zitieren, der war hier, glaube ich, Innensenator in Berlin, ja, der hat mal gesagt, wenn wir uns selber nicht die Hände schmutzig machen wollen, dann machen das eben unsere V-Leute. Und dass sie nicht charakterlich sozusagen ehrenwerte Menschen sind, wissen wir auch. Ja, also das, was Sie da eben vorgelesen haben, ist wirklich entweder ahnungslos oder ich weiß nicht, welchen Selbsttäuschungen man sich da hingibt. Das ist wirklich traurig. Das ist die Päpstin des Verfassungsschutzrechts. Ja, sehen Sie, so schlecht werden, die ausgebildet. Das ist wirklich eine Schande. Also undercover heißt, es ist ein Beamter. Das ist unheimlich aufwendig und teuer, einen Beamten in solche Strukturen. Nehmen wir, danke für das Beispiel Thüringer Heimatschutz. Das ist unheimlich gut, das Beispiel. Nehmen Sie doch mal nicht diesen, ich habe den Namen vergessen von dieser Leuchte, die da drin war und lange bezahlt wurde. Ja. Nehmen Sie nur mal an, es wäre dem polizeilichen Staatsschutz gelungen, dort eben einen Undercover-Agenten zu platzieren. Glauben Sie denn, dass dessen Berichte nicht ausgewertet worden wären? Ich meine, es hat doch ein ganz anderes Gewicht, diese zwielichtigen Gestalten, die bereit sind, die sind bereit, ihre Kameraden zu verraten oder ihre Genossen, je nachdem, und sie kriegen für Informationen Geld. Ja, der Beamte kriegt seinen Monatslohn. Da kommt es nicht darauf an, welche Märchen er in die Berichte schreibt. Also das ist eine ganz andere professionelle Arbeit. Da soll man sich bitte jetzt nicht, den polizeilichen Staatsschutz unterschätzen. Der polizeiliche Staatsschutz arbeitet auch mit V-Leuten, aber zum Teil auch mit katastrophalen Ergebnissen. Also wenn ich hier sage, wir haben keine andere Alternative als den polizeilichen Staatsschutz zum Verfassungsschutz, heißt das ja nicht, dass der polizeiliche Staatsschutz unproblematisch ist. Das können Sie schon bei Marx nachlesen, die Kölner Kommunistenprozesse, wie da Zeugen manipuliert werden und so weiter. Was die preußische Polizei mit ihrem Staatsschutz da gemacht hat, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist nicht ungefährlich und das ist auch nicht harmlos. Deshalb schlagen wir ja auch vor, die parlamentarische Kontrolle, die sich jetzt noch auf den sinnlosen Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz bezieht, auf den polizeilichen Staatsschutz umzuwidmen. Und denken Sie mal nach, der Undercover-Mensch im Thüringer Heimatschutz, dessen Berichte wären, das ist meine These und Vermutung,
anders aufgenommen worden als das, was der Verfassungsschutz sich mit seinen Extremistenspielen dort leistet. Wir wissen doch vom Verfassungsschutz, dass sie ihre Leute gerne auch köcheln, dass sie sie vor der Polizei verstecken, dass sie sie vor der Polizei schützen, dass sie ihnen sogar sagen, wenn ein polizeilicher Zugriff droht mit Durchsuchungen und so weiter. Das ist skandalös. Und Sicherheitslücke. Nein, es wird keine Sicherheitslücke geben. Sie können keine Aufgabe nennen, Spionageabwehr. Das tut der BND, der spioniert uns zu unserem Nutzen hoffentlich irgendwo anders im Ausland. Und der wird auch noch in der Lage sein, im Inland eine Spionageabwehr auf die Beine zu stellen. Aber also der Herr von Notz rutscht noch, unruhig auf dem Stuhl herum. Ich merke das, ich kann auch schnell weil zu kommen, Sie natürlich das Trennungsgebot, gut, das ist seine große Sorge. Erlauben Sie noch eine These. Ja, okay. Der Verfassungsschutz ist die Sicherheitslücke, die er zu schließen vorgibt. Also das ist nochmal das. Herr von Notz, also wenn jetzt hier von Horst Mayer nachgeschoben wird, dass dieser polizeiliche Staatsschutz einer intensiven parlamentarischen Kontrolle unterzogen wird, ist das dann noch eine Geheimpolizei? Also Geheimpolizei, die geschichtliche Lehre, von der wir ja auch immer sprechen, wir beziehen das auf die Gestapo der Nazizeit. Ja. Und da konnte ja nun von Kontrolle weder durch die Justiz noch gar durch die Zivilgesellschaft. Die sind kontrolliert worden, halt nur nicht demokratisch. Ja. Also, ja. Okay, und die Frage ist ja eben, ob Sie jetzt sozusagen dieses nachgeschobene Bekenntnis von Herrn Mayer zur parlamentarischen Kontrolle dieses Instrument, dieses Modell in einem anderen Licht sehen lässt. Nein, das lässt es nicht, weil ich einfach eine Abneigung, eine tief verinnerlichte Abneigung darin habe, diese Kompetenzen im präventiven Bereich Polizeibehörden zu übergeben. Das rührt aber auch aus den Diskussionen in allen Bereichen, die wir führen seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist ein Problem, wenn Sie diese Dinge miteinander vermischen. Ich will Ihnen aber in einem Punkt recht geben und hier Herrn nicht widerlegen, aber doch zumindest anmerken, was ich kritisch sehe. Das war ja schon beim NSU so, dass man versucht hat, V-Leute, die Schwerstkriminelle sind, nicht zu werben. Das hat dazu geführt, dass die Dienste eben versucht haben zu verhindern, dass die Leute, die sie als V-Leute beschäftigen, verurteilt werden. Ja, also insofern, das scheint mir keine sehr hilfreiche, nicht, wenn man jetzt sagt, wir wollen keine Mörder haben und dann hat man diese Leute auf der Payroll irgendwie und dann versucht man halt eine Verurteilung zu verhindern. Das ist der Sache nicht dienlich. Aber ich will sagen, ich halte das für ein Gerücht. Erstmal glaube ich, dass das faktisch kaum möglich ist, Leute mit Identitäten über Jahre aufzubauen und in diese Bereiche einzuschleusen. Und wenn sie das machen, dann gehen sie auf ein extrem dünnes Eis, weil sie haben praktisch Beamte, die jahrelang mit den Nazis Heil Hitler rufen müssen, im besten Fall, um nachher darüber ordentlich zu berichten. Und ich bin insgesamt, das macht unsere Diskussion ja auch schwierig, und das ist ja das Thema dieser ganzen Tage hier, ich wäre insgesamt sehr schwierig, finale Schlussfolgerungen zu ziehen, was eigentlich sozusagen unsere Konsequenzen aus dem NSU-Terror sind, weil wir sind uns ja alle einig, glaube ich, dass wir eben nicht genau wissen heute, was eigentlich im Detail falsch gelaufen ist und ob nicht sozusagen unter diesem Ding, auf das wir drauf gucken, noch viel problematischere Dinge ruhen, die wollen wir noch aufklären und erst dann, deswegen sage ich auch immer, für uns ist das diese Diskussion ist ein Prozess, ja, sozusagen, und wir müssen eben gucken, wo man Zwischenschritte machen kann, bevor man jetzt eben sagt, hier das finale Konzept und so müssen wir es machen und dann haben wir nie wieder Probleme. Was mir eben ganz wichtig ist, ist, dass man im Hinblick auf, jetzt habe ich meinen entscheidenden Punkt vergessen, oh Mann, dass man eben im Hinblick auf, Festnetz, nee. Richtig, ja. Verzeihen Sie, es fällt mir sofort wieder ein. Ja. Jo, dann erholen Sie sich und erinnern Sie sich, während Herr Erb
Ihnen antwortet. Ich mag Ihnen aber eine Frage mitgeben. Wo, okay, aber wenn Sie dazu kommen, danach, wo bleibt das Positive? Denn ich meine, Sie haben sich jetzt kritisch abgearbeitet an den beiden Modellen und mir fehlt ein Vorschlag, der noch dazu ein bisschen realpolitisch geerdet wäre. Herr Mayer, ich habe auch ein Aperçu vorbereitet. Sie sagen, der Verfassungsschutz ist die Gefahr, vor der man uns schützen will. Ich sage Ihnen, wenn Sie den Verfassungsschutz abschaffen, haben Sie die Verfassungsfeinde noch nicht abgeschafft. Auch so ein Aperçu, ja, bringt uns nicht sehr weiter, aber okay. Der Punkt, auf den ich aufmerksam machen will, verdeckte Ermittler, jetzt nehmen wir mal den Thüringer Heimatschutz und die Kameradschaft Jena, die sind zusammen aufgewachsen, die sind zusammen in die Schule gegangen, die waren Kleinkriminelle und haben eine kriminelle Karriere hingelegt als Pubertierende, als Teenager. Und die kannten sich also aus der Schule und aus dem Stadtteil und aus Lobeda und so weiter. Da kriegen sie doch niemals einen verdeckten Ermittler rein. Also da gibt es Milieus, in die kommen sie nicht rein, in denen müssen sie aufgewachsen sein oder da müssen sie gewohnt haben und so weiter. Organisierte Kriminalität ist was anderes und da sind auch verdeckte Ermittler angesagt. Sie sagen das Positive, ja, ich sage mal was, das Positive. Der Verfassungsschutz hat aus meiner wissenschaftlichen Sicht eine Bringschuld. Er muss uns nämlich erklären, warum wir ihn brauchen. Ja, und dazu muss er evaluiert werden. Überall wird evaluiert, überall gibt es Controlling, wie viele Formulare wir jedes Semester ausfüllen müssen, wie viele Studenten, wie viele Prüfungen. Soll doch mal der Verfassungsschutz sich selber evaluieren, was haben seine V-Leute die letzten 10 Jahre Bereich Rechtsextremismus gebracht. Es gibt über 30 Organisationsverbote seit den 90er Jahren. Die sind alle gerichtsfest. Die sind also gut vorbereitet gewesen. Muss uns doch der Verfassungsschutz mal erklären, sind das alles offene Quellen gewesen oder was hat er aus seinen geheimdienstlichen Methoden dazu beigetragen, dass diese Verbote gerichtsfest waren? Das, denke ich, müsste mal auf den Tisch und dann können wir auch beurteilen, weil wir immer nur Einzelfälle haben, einzelne Erfolgsfälle und einzelne Skandale, viel mehr Skandale als Erfolgsfälle. Wenn er erstmal für 10 Jahre rückblickend sich selber evaluieren würde, dann könnten wir sagen, okay, das habt ihr geschafft und was wir jetzt in der Presse haben und so weiter, das sind die Skandale, die sind natürlich immer medial interessanter als die Erfolge. Ich will noch abschließend eine Bemerkung machen. Ich habe hier eine Notiz aus der Zeitung von kürzlich, da sagt der Bundesnachrichtendienst, er hätte in den letzten 3 Jahren in Afghanistan 15 Sprengstoffanschläge verhindert. Ja, das würde man doch auch mal ganz gern vom Verfassungsschutz hören. Ja. Was er denn verhindert, was er geleistet, das ist völlig utopisch, das wird er nicht machen. Nur wenn ich, also aber das ist eine Bringschuld, mit der wir als Öffentlichkeit, als Wissenschaftler eigentlich erst zu einem soliden Urteil kommen. Ja, nur wenn ich ganz kurz was zum BND sagen darf und dann kann ich Gott sei Dank anschließen mit dem, was mir eben entfallen war. Aber beim BND ist es so, da geht jetzt Herr Schindler raus mit Informationen, bei dem jeder Abgeordnete, der im PKGR sitzt, mit dem Strafrecht bedroht wird und macht da eben Aussagen, die sehr schwer zu kontrollieren sind, um sozusagen innerhalb der NSA-Diskussion, die wir im Augenblick haben, eben zu suggerieren, dass das alles zwar verfassungsrechtlich problematisch, aber Menschenleben werden geschützt. Und deswegen muss ich auch sagen, zur Selbstevaluierung der Dienste hätte ich meine großen Probleme mit, und das sage ich gar nicht, weil ich so böse mit Geheimdiensten bin. Ich sage Ihnen mal, ich nehme mal einen Laden, in dem ich selbst unterwegs wäre, wenn sich die grüne Bundestagsfraktion selbst evaluieren müsste, da kann ich Ihnen aber sagen, was für großartigen Ergebnissen wir kämen, was für ein toller Laden wir sind. Das ist immer so, ja, dass wenn man sich selbst bespiegelt, findet man es halt ganz toll. Deswegen, also wenn, dann muss es halt eine externe
und freie Evaluierung sein. Und das wird mit Geheimdiensten niemals zu machen sein. Die werden sagen, hier will jemand in unsere Akten gucken, ihr seid wohl nicht mehr ganz sauber, geht nach Hause. So, das ist das Problem. Und warum ich, und das wollte ich eben noch sagen, warum ich eigentlich in dieser Diskussion sehr skeptisch bin, dass überhaupt irgendwas passiert, trotz dieser enormen Skandale. Ja? Und das ist natürlich ein Argument, was Sie auf Ihrer Seite haben, was meiner Ansicht nach zu anderen Konsequenzen führt, aber was Sie auf Ihrer Seite haben. Es gibt ja nun wirklich zwei, finde ich, dicke Hunde in dieser Geschichte NSU-Aufklärung. Das erste ist, man weiß ja, wer der Beamte ist, der hier die Akten geschreddert hat. Ja? Man weiß das, weiß ganz genau, wer das war und wie das gemacht wurde. Ja? Ist da irgendetwas beamtenrechtlich passiert? Hat er irgendwelche Konsequenzen? Nichts, nichts. Es ist nichts Relevantes passiert. Und ich finde, das zeigt sozusagen, dass die Selbstlern- und Selbstreinigungsmechanismen da hart gegen Null tendieren. Und das, was mich noch viel mehr beunruhigt und was ich eigentlich unfassbar finde, dass das öffentlich in der Diskussion überhaupt keine Rolle spielt, vor dem NSU-Untersuchungsausschuss hat ein Beamter gesagt, das ist alles totaler Quatsch, über den hier, ihr hier redet, das ist alles super gelaufen, ihr selbstgerechten Abgeordneten, ihr habt sie nicht mehr alle, ja, sozusagen dieser Typ, und den hat Frau Merkel zum Chef aller Geheimdienste gemacht. Ja, die Frau, die rückhaltlose Aufklärung versprochen hat. Und wenn man das ansieht, dass aus dem Skandal, also ich empfinde das als reaktionär fast, was da sozusagen, ja, dann muss man sagen, da kann man große Sorge haben, dass diese Selbstreinigungskräfte funktionieren. Und deswegen ist es eben mit ein paar Stellschräubchen nicht getan. Man muss wirklich den Laden neu aufsetzen, ja, wenn man eben nicht zu diesem Modell, Auflösung und dann die Kompetenzen an die Polizei übertragen, dann muss man den Laden neu aufsetzen, man muss ihn stark beschneiden und reduzieren, damit er keine unsinnige Arbeit macht. Aber ich habe eben im Augenblick das Gefühl, dass man insgesamt versucht, unter der Geschichte wegzutauchen, und ich könnte Ihnen jetzt innerhalb der Strukturen und Arbeitsweisen überhaupt keine konkrete Änderung nennen, ja, ein paar Absichtserklärungen. Aber das Erstaunliche ist ja, die rückhaltlose Aufklärung hat nicht stattgefunden und Konsequenzen sind bisher keine gezogen worden. Und das stimmt doch sehr, sehr nachdenklich nach 3 Jahren. Jedenfalls im Zusammenhang damit, dass auch in der Runde der Kritiker hier nun kein konsensfähiges Gegenmodell für mich sichtbar geworden ist. Deswegen muss ich sogar fast aus resignativen Gründen fragen, wo man sich denn dann beim Prozess, der bei anderen Parteien, die zurzeit an der Regierung sind, überhaupt anschließen könnte, mit welchen Vorschlägen. Also hier ist nichts konsensfähig. Der Vertreter der Überantwortung der Verfassungsschutzausgaben, Aufgaben an den polizeilichen Staatsschutz bekommt Widerworte. Sie sehen ganz generell das Aufklärungsdefizit, wenn man die Institutionen so zurückschraubt. Sie sagen, man muss den politischen Prozess beobachten, damit man überhaupt jenen Umschlag Richtung Gewaltausübung und Terrorismus überhaupt wahrnehmen kann. Sie sind gegen das Staatsschutzmodell, weil Sie die Geheimpolizei wiederkommen sehen. Also wir haben uns hier ganz wunderbar blockiert auf diesem Podium. Jetzt müssen wir dann so, ja, ich sehe schon so. Ja, das ist tatsächlich vermieden. Die Angst muss sogar keiner mehr haben. Die Angst muss keiner mehr haben. Aber ich plädiere jetzt sozusagen aus realpolitischen Gründen dafür, darüber nachzudenken, mit wem man da eigentlich ins Geschäft kommen könnte, etwa bei der Sozialdemokratie, etwa bei, wenn man mal mit Herrn Binninger sprechen, der als interessanter Flügelmann der Union in gute Arbeit gemacht hat in den Ausschüssen und immerhin ein ehemaliger Polizist ist. Ich würde gerne wissen,
ob wir einfach mit dieser Blockade hier aufhören müssen oder ob wir Ideen haben, etwas konkret voranzubringen. Also ich würde sagen, jetzt ohne das zu überhöhen, jetzt unser Konzept, ja, das ist ein erster konkreter Vorschlag. Und wenn man jetzt Koalitionen bilden würde, dann würde man anfangen zu versuchen, zumindest so ein Institut erstmal zu gründen und dann im Prozess sehen, wo man landet. Nur das Problem ist, der öffentliche Druck ist nicht hoch genug. Ja, das ist ganz offensichtlich der Fall. Und wir wissen ja inzwischen aus vielen zuverlässigen Quellen, wie Politik auch in Deutschland derzeit gemacht wird. Da guckt man jede Woche auf die Umfragen und wenn die Demoskopen sagen, die und die Themen stehen oben, dann macht man da mal ein bisschen was, aber sozusagen nichts, was drängt. Ja, das kann man auch gut daran sehen, es besteht völlige Einheit, nur damit man mal diese Mechanismen durchdringt, völlige einheitliche Meinung aller Fachleute ist, dass im Augenblick der BND verfassungsrechtlich nicht auf dem Grund und Boden unserer Verfassung agiert. Also man muss nicht glauben, dass die Große Koalition sagt, ja, oh, da müssen wir ja was ändern oder so, sondern die sagen, nö, das lassen wir jetzt erstmal so laufen, mal gucken wie. Und deswegen brauchen wir eben auch weitere Aufklärung und ich hoffe ja, Gewissheit gibt es nicht, aber dass man eben tatsächlich noch eine Schicht tiefer in das, was beim NSU passiert ist, dringt. Und dann muss man den öffentlichen Druck nehmen und eben mit allem Nachdruck auch als kleinerer Koalitionspartner auf Landes- und auf Bundesebene diese Veränderungen einfordern. Und es ist völlig klar, es wird mit SPD und Union, da schenken die sich in diesen Bereichen leider sehr, sehr wenig, das ist in der Innenpolitik insgesamt so, da wird man mit ihnen hart ringen müssen, aber das ist unsere Aufgabe als kleinerer Koalitionspartner, da sozusagen die progressive Kraft zu sein und ihnen da einzelne Dinge abzuverhandeln. Und ich finde, unser Modell, das mag nicht der Stein der Weisen und der letzte Schluss sein, wie man sowas neu aufstellt. Aber wenn man ein solches Institut eingerichtet bekommt und wenn man die Kompetenzen des Verfassungsschutzes von heute beschneidet und einengt, dann wäre damit ein erster Schritt getan der Veränderung, den es die letzten Jahrzehnte nicht gegeben hat. Was mir noch einfällt, Sie erwähnten gerade den BND und dass er sich nicht auf dem Boden der Verfassung bewege. Ich denke an, dass Sie da an dem Bereich der Tätigkeiten jetzt erinnert haben, die sich NSA-ähnlich bewegen, oder? Also es gibt, wir hatten ja im NSA-Untersuchungsausschuss drei Staatsrechtler da aus allen politischen Spektren und alle drei von Papier bis zu Becker über Hoffmann Riem haben gesagt, wie der BND heute Daten erfasst im Ausland, ist verfassungswidrig. Punkt. Ja. Da gab es Einheit drüber und der BND macht gar kein großes Geheimnis. Diese kleine Anekdote werde ich jetzt noch los, weil sie wirklich kurios ist. Ja. Das Argument, warum man beim Abhören, also man beachtet bei allen Datenerfassungen, die man macht, nicht die Gesetzeslage, nicht das BND-Gesetz. Ja. Aber die Argumentation beim Ablauschen der Satelliten, die ist besonders lustig. Da stehen ja diese großen Schüsseln in Bad Aiblingen, ja, mit denen strahlen die sozusagen diese Satelliten, sagen wir mal über Afghanistan oder so, an und schnorcheln da den kompletten Datenverkehr ab. Ja? Also alles, was stattfindet über Internet und Telefon und so, das saugen die da ab und das wird dann in Bad Aiblingen gerastert und gespeichert und verarbeitet. Und man wendet nicht das BND-Gesetz an, weil man sagt, diese Datenerhebung findet nicht etwa in Deutschland statt, sondern im Weltall. Und weil sie im Weltall stattfindet, ist das BND-Gesetz nicht anwendbar. Das ist die offizielle Linie des Hauses. Ja? Also das ist nicht irgendwie, das denke ich mir nicht aus oder ist meine Erklärung dafür, sondern das, ja, also sozusagen, genau, Lost in Space, der BND. Und solange man eben Dienste hat, die so offen rechtswidrig agieren und die keinen Druck aus der Politik bekommen, das zu verändern, solange ist man in diesen Dilemmata gefangen
Und da hilft es nur, Menschen sozusagen zu bewegen, zu überzeugen, anzusprechen, problembewusst zu machen, damit die das im Zweifel auch zu ihrer Wahlentscheidung irgendwie mit einfließen lassen. Denn nur so kriegt man Bewegung in den Laden rein. Sonst zucken die einfach mit den Schultern und sagen, das lassen wir so weiterlaufen. Ja, ich komme nur deswegen darauf zu sprechen, um mal so was richtig politisch Inkorrektes loszulassen. Wir haben also hier die Position, Herr Mayer wird belehrt, läuft nicht. Ihr kriegt keine verdeckten Ermittler in eine Gruppe wie den NSU, tendenziell, ja? Geht nicht. V-Mann-System, wir wissen, was damit alles schiefgelaufen ist, geht nicht. Gut, dann haben wir die gute, alte, neue IT-Sphäre, in der sich der Rechtsextremismus vernetzt. Und die Frage ist, inwiefern sozusagen Erkenntnisgewinn auf diesem Wege vielleicht vorangebracht werden kann. Dann geht es natürlich an Unverletzlichkeit der Wohnung, Datenschutz und ähnliches mehr. Aber es ist zumindest die Überlegung, darüber mal nachzudenken, wenn die anderen Modelle offenbar untauglich sind und verfassungsrechtlich bedenklich, ob man dann dieses verfassungsrechtlich bedenkliche Mittel sich überlegen soll. Ja, das ist in der Tat eine politisch inkorrekte und auch meiner Ansicht nach eine inhaltlich nicht korrekte Äußerung. Also niemand sagt etwas gegen sozusagen Erkenntnisgewinnung im Bereich von Rechtsextremismus, von Terrorismus. Also werden wir als Grüne auch niemals sagen, wir sagen, da gibt es reale Gefahren und da muss auch aufgeklärt werden. Der Witz ist nur, dass die Dienste, jetzt nehmen wir mal den BND, die sind halt so beschäftigt damit, weil sie anlasslose, massenhafte Datenerfassung machen, Hunderttausende, Millionen von Mails zu scannen, ja, da verwenden die Personal und Gelder drauf, da braucht man Übersetzer, die aus 47 afghanischen Dialekten dann eben E-Mails, ja, so, das wird alles gemacht, man macht Massendatenerfassung, man macht den Heuhaufen immer größer, um die Stecknadel zu finden, und während das passiert, tauchen auf einmal im Nordirak irgendwie 12.000 ISIS-Kämpfer auf, die man nicht auf dem Schirm hatte, die Leute die Köpfe abschneiden und sagt so, ja, die den gesamten Nahen Osten destabilisieren, und da muss ich, ja, während sozusagen unsere Dienste damit beschäftigt sind, eben die Mails von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern zu lesen. Und da findet eben die falsche Aufgabenverteilung statt. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das in den anderen Bereichen auch ein bisschen so ist. Man hat diese 17 Verfassungsschutzämter, die sind alle übrigens konkurrierend miteinander. Das ist übrigens ein Problem, den man mit Undercover-Leuten ganz ähnlich hat. Ja? Da haben dann nämlich verschiedene Polizeien, haben dann verschiedene Undercover-Leute, die, also ein Register braucht man da dann wahrscheinlich auch oder so, ja. Aber sozusagen, und diese konkurrierenden, nicht transparenten Strukturen. So, und deswegen, es muss völlig klar sein, und das ist doch unser Problem, ja, die Dinge, die wir haben, die müssen sich in rechtsstaatlichen Bahnen bewegen. Und das tun sie eben, die Dienste tun das zum Teil offensiv nicht. Ja, es tut der BND teilweise nicht und der Verfassungsschutz tut es in manchen Bereichen eben ganz offensichtlich auch nicht. Und wir haben die parlamentarische Selbstverantwortung oder ja, das eben zu korrigieren. Und wenn das nicht gelingt, ja, das muss ich dann aber auch sagen, also wenn sich das nicht durchsetzen lässt, dann muss man am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass es eben nicht geht, ja, dass man diese Dienste nicht haben kann. Aber diese Hoffnung würde ich nicht total aufgeben. Ich würde es eben erstmal versuchen und ich finde, dafür ist unsere Vorlage eigentlich eine ganz gute Diskussionsgrundlage. Es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, die ja wie beispielsweise das APABITS in Berlin oder AIDA in München, die den Bereich des Rechtsextremismus sehr genau beobachten und einige Expertise haben darüber, wo sich Gewalt zusammenbraut. Ich muss jetzt auch daran denken, es hat sich hier noch gar niemand gemeldet, aber vielleicht kann uns
aus dem Bereich der zivilgesellschaftlichen Organisationen und Personen, die hier im Raum ist, jemand eine gute Idee mitkommen und einen dieser wunderbaren roten Fishbowl-Sessel besetzen. Besteht denn das Bedürfnis? Vorhin wurde mir gesagt, es bestünde. Genau. Ja. Ans Mikrofon, ja. Genau. Ich war vorhin schon mal da, deswegen fange ich mal an. Genau, aber es hatte sich gerade, von daher vielleicht ein bisschen zu, nochmal zurückgesprungen, aber mich interessiert nochmal die Frage, wir sind ja nochmal, mich hat dann auch gewundert, dieses von Herrn Erb, dieses Vertrauen in den Verfassungsschutz bei der Selbstevaluierung. Vertrauen. Extern wird es niemand machen. Die lassen doch niemand rein. Ja, ja, da sind Sie bei einem ganz wichtigen Punkt, glaube ich. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die niemanden reinlassen. Ein Punkt, wo man ran müsste. Aber eine Frage, die sich damit verbindet, auch vielleicht an Herrn Mayer und auch an Sie, auch gerade nochmal mit den V-Leuten. Ist es nicht so, dass es ein strukturelles Desinteresse an Aufklärung gibt beim Verfassungsschutz, ein strukturelles Interesse an permanenter Informationsgewinnung? Und dass genau das am Ende dazu führt, dass V-Leute des Verfassungsschutzes vielleicht notwendigerweise in der Struktur niemals zur Aufklärung solcher Verbrechen wie des NSU-Terrors beitragen können, sondern immer wieder dazu führen werden, dass Informationen bewusst zurückgehalten werden. Und sehen Sie das nicht als Gefahr? Und wenn das so ist, dann mögen die V-Leute in der Logik des Verfassungsschutzes eine wichtige Rolle spielen. Aber wenn der Verfassungsschutz in der Logik unserer demokratischen Gesellschaft keine wichtige Rolle spielt, dann sollten wir doch tatsächlich überlegen, wie wir damit langfristig weiterhin umgehen, jedenfalls in der jetzigen Verfassung. Ja, vielleicht wollen wir mal noch Fragen sammeln. Bitte sehr. Ja, als erstes wollte ich Bezug nehmen auf Barbara John jetzt vorgestelltes Buch, wo sie nochmal klar gesagt hat, was auch von Herrn Konstantin von Notz kam, Konsequenzen, er hat es an einem Beispiel deutlich gemacht, Verantwortung, es gab nichts, es ist nichts, hat sich nichts verändert, es hat keine Konsequenzen für die Beamten gegeben, die zum Beispiel geschreddert haben etc., das zum einen. Dann zu diesem ganzen V-Mann-Komplex verweise ich auf die aktuelle Ausgabe, Jubiläumsausgabe des Rechten Rand, wo diese ganzen Sachen akribisch aufgelistet werden, die Personen dargestellt werden, Tino Brandt, 30 Verfahren, die irgendwie nicht das ganze Geld, wie viele es waren, wie viel Gelder da in die Szene gegangen sind, das ist halt staatlich geführt, geleitet, unterstützt wurde, das wurde hier heute nur angerissen, ist dort weit ausgeführt, kann ich nur empfehlen. Die Konsequenzen sind, der Verfassungsschutz ist ausgebaut worden, mehr Geld, mehr Kompetenzen, neue Dateien. Also sie sind im Prinzip belohnt worden, statt dass es da... Und der Knaller ist zum Beispiel ein Beispiel, Gordon Meyer-Plath, der V-Mann-Führer von Carsten Schepanski, der militant war, der kriminell war, der im Knast das Nazi-Fan-Magazin United Skins herausgeben durfte, dem sein V-Mann-Führer vom Knast abgeholt hat, durch die Gegend gefahren hat, wieder zurückgefahren hat, betreut rund um die Uhr, obwohl kriminell nach herrschendem Gesetz nicht erlaubt. Dieser Mann ist befördert worden, ist jetzt der Verfassungsschutzchef von Sachsen und so weiter. Gibt es noch andere Beispiele wie Carlo Weber jetzt in Brandenburg und. Und jetzt nochmal zu diesen Ideen, die jetzt hier im Raum waren, mit diesem Institut und so weiter, Meinungsstreit, Definitionsmacht. Jesse und Backes kommen aus der neuen Rechten, haben mit Zittelmann zusammen ein Buch verfasst. Zittelmann, der ehemalige Doyen der neuen Rechten, hat sein Buch geschrieben, Hitlers Selbstverständnis als Revolutionär. Diese Leute werden CDU hofiert als Meinungsführer, haben 20 Jahre diese Extremismus-Sote durchgepusht, mit Schröder unterstützt und so weiter und so fort. Das sind alles, da gibt es Bücher zu, Tagungen zu, das wird ja alles ein bisschen kurz gemacht. Und auch zum Trennungsgebot, das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Treptow, da ist der Dietrich von der Zielip meinte, bei der Eintagung zu 9-11, das wurde ja nach 9-11 eingerichtet, die einzige Trennung ist die, die einen gehen auf dem Eingang rein und die anderen auf dem anderen. Das war es schon,
Das war schon, dass der halt, und noch als letzter Satz zu Rainer, die Verbote. Wenn 3 Jahre vorher angekündigt wird, dass dieser und jener Verein, ob Viking-Jugend, 30 Jahre erstmal tolerieren, dann 3 Jahre trommeln, wir verbieten euch, oder hier die Holocaust-Leugner, unsere gemeinsamen Freunde, Zentrum Romano, Kollegium Romano, dass die dann vorher ihre Sachen, die Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Das ist doch eine einzige Farce, das ist doch, wie so schön heißt, für die Tribüne. Clara Herrmann. Danke. Ich habe eine konkrete Anmerkung, weil ich das ganz wichtig finde, was gesagt worden ist, nämlich das Gefühl, dass nach 3 Jahren Aufdeckung NSU wir jetzt an der Stelle stehen, wenn wir über Konsequenzen nachdenken, dass eigentlich genau eins passiert ist, nämlich geheimdienstliche Strukturen, die versagt, zugeschaut, rechtsextreme Strukturen mit aufgebaut haben, drin verwickelt sind und dann auch noch vertuscht haben, die Aufklärung blockieren, dass Behördenmitarbeiter den Untersuchungsausschuss belogen haben, München lügen und so weiter, absolut nicht beitragen zur Aufklärung, dass man das Gefühl hat, 3 Jahre danach ist eigentlich nur eins passiert, diese Strukturen sind gestärkt worden. Und daher finde ich das ganz zentral wichtig, dass wir darüber sprechen, wo können wir denn ansetzen, dass wir wirklich die Verantwortung, die uns, glaube ich, allen auferliegt, dass auch Reformen passieren müssen, dass auch wirklich was angeschoben wird und passiert, weil ich das Gefühl habe, es läuft in diesem Bereich just in die falsche, in die entgegengesetzte Richtung. Und daher meine Frage, was wären Anknüpfungspunkte, damit wir von dem Prinzip wegkommen, Quellenschutz geht vor Aufklärung, und was wären auf der anderen Seite Punkte, weil dieses Prinzip sich ja so ein bisschen durchzieht durch die Geheimdienstarbeit, Akteure in diesem Bereich zu reduzieren. Weil wir haben einfach enorm viele geheimdienstliche Strukturen in Deutschland. Und vielleicht können wir ja mal anfangen, wenn man den MAD abschafft oder wenn wir über Verfassungsschutzbehörden in den Ländern reden. Also was ich noch gar nicht über alles rede, aber dass ich vielleicht mal anfange, damit wirklich irgendwie es nicht nur dabei rauskommt, dass die, die am meisten versagt haben, vertuscht haben, rechtsextreme Strukturen aufgebaut haben, auch noch gestärkt aus dem ganzen NSU-Skandal hervorgehen. Ja. Was die Anfragen anging, wer möchte gerne antworten? Danke. Der Verfassungsschutz ist kein normaler Geheimdienst. Also ich muss diese steile These wirklich nochmal aufstellen. Die Kernaufgabe ist verfehlt, die hat sich historisch erledigt. Und der polizeiliche Staatsschutz vom BND, ich denke, es ist jetzt nicht der Kern der Diskussion. Der polizeiliche Staatsschutz bekommt keine Aufgaben vom Verfassungsschutz, dessen Kernaufgabe wird für erledigt erklärt. Der polizeiliche Staatsschutz tut genauso viel und so wenig auf den Grundlagen, die er heute schon hat. Ich habe nicht gesagt, dass der polizeiliche Staatsschutz irgendwas dazu bekommen soll. Was er bekommt, ist natürlich eine höhere Verantwortung, weil er weiß dann, er wüsste dann, ich muss ja immer im Konjunktiv reden, dass es nicht die Verfassungsschutzkonkurrenz oder Kooperation gibt, sondern dass sie selbst für die Milieus und Strukturen und Organisationen verantwortlich sind. Ja, das ist aber wirklich ein fundamentaler Unterschied. Dann würde ich bitten, Herr Erb, Sie sagen weiterdenken, das ist genau das Richtige. Weiter darüber nachdenken, welches Problem Linke und Liberale mit den Geheimdiensten haben und ob sie vielleicht an manchen Punkten mit dazu beitragen, dass die Sachen nicht weiterkommen. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz über das Trennungsgebot sprechen. Ja, das ist eine sehr sympathische Sache, übrigens nicht von Deutschen erfunden, sondern von den Westalliierten. Da gibt es den Polizeibrief von 1948 und da steht drin, Herr Adenauer, ja, Sie können so eine Stelle zur Sammlung umstürzlicher Informationen und so weiter, aber diese Stelle soll keine polizeiliche Befugnis haben. So, daraus ist nun, gerade auch in der linksliberalen Diskussion, das Dogma, möchte ich mal sagen, vom Trennungsgebot geworden. Jetzt ist es aber so, stellen Sie sich da einfach mal vor, wie würden Sie den heutigen Staatsschutz, so wie er hier und heute ist, bezeichnen? Ist das eine neue geheime Staatspolizei? Also das kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Und da ist auch mal die Frage, ein Trennungsgebot, was weltweit, ich rede jetzt von westlichen Demokratien und so weiter, sonst gar nicht existiert. Wieso ist das sozusagen das A und O der deutschen Sicherheitspolitik? Zumal da hinten kam schon der Hinweis, es gibt das gemeinsame Abwehrzentrum, das ist de facto ohnehin schon bis sonst wohin durchlöchert. Aber da muss man mal, denke ich, sagen wir mal, ein bisschen tabulos, doch darf man doch vielleicht drüber nachdenken und sagen, ist das etwas, was wir als Liberale
Liberale und Demokraten überhaupt noch hochhalten müssen. Am Rande noch, der Verfassungsschutz wird aufgelöst und nicht auf die Polizei draufgeklatscht. Also da habe ich sozusagen pragmatisch mit dem Trennungsgebot überhaupt kein Problem. Ich würde aber dazu einladen, einfach auch mal über das Trennungsgebot, was sicherlich gut gemeint ist, nachzudenken, weil die deutsche Demokratie ist so gefestigt, ich habe keine Angst, dass bei der Polizei, bei der deutschen Polizei heutzutage irgendwie eine geheime Staatspolizei entsteht. Also das kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Also diesen semantischen Trick will ich jetzt doch noch mal hinterfragen. Man kann nicht argumentieren und sagen, wir haben heute das Trennungsgebot, guck doch mal den Staatsschutz an, der ist doch voll in Ordnung. Und sozusagen damit argumentieren, warum man das Trennungsgebot aufheben will, um dann sozusagen diese Lücke, die Sie auch vermeiden wollen, die nämlich entsteht, dann sozusagen durch neue Befugnisse des Staatsschutzes erfüllen zu lassen. Also der Status quo, warum der Staatsschutz keine Geheimpolizei ist, der liegt im Trennungsgebot, was heute gilt, begründet. Ja, und das wollen Sie ja gerade aufheben. Also deswegen, ich finde, wenn Sie den Status quo loben, können Sie nicht sagen, wenn wir jetzt Aufgaben auf ihn übertragen, dann deswegen besteht da keine Gefahr, weil das heute so ist. Das ist ja genau die Auswirkung dieses Trennungsgebots. Und wie gesagt, ich habe im Hinblick auf diese, wenn ich diese Diskussion im Sicherheitsbereich, ja, in der Innenpolitik, im Innenausschuss, mit allen Hardlinern in der Innenpolitik von Union und SPD nicht die ganze Zeit führen würde, dass man polizeiliche Befugnisse auf den Präventivbereich ausweiten möchte, ja, und es gibt es an jeder Ecke diese ganze Diskussion um Gefährder, ja, schon diese Begrifflichkeit, als juristische Begrifflichkeit der Gefährder, das ist eine Präventivierung von strafrechtlichen Überlegungen, die rechtsstaatsfeindlich sind. Und deswegen bin ich da einfach sehr, sehr skeptisch. Was aber natürlich ein Problem ist, und da gebe ich Ihnen völlig recht, und das ist natürlich einer der Probleme, die Denke, auch beim Verfassungsschutz, kommt aus dem Kalten Krieg. Und diese Regel, die Quelle zu schützen, egal was passiert und wenn der Typ Menschen umbringt und in Dosen verpackt und so weiter, trotzdem die Quelle, die Info muss weiter fließen, ich muss diesen Menschen schützen, weil ich diese Infos weiter brauche. Das ist in der Tat, wenn man sich das, was wir heute über den NSU und die Verfehlungen wissen, anguckt, diese Denke ist noch vorhanden und die ist natürlich sozusagen für eine rechtsstaatliche Nachkriegsordnung oder wie man das nennen möchte, nach dem Kalten Krieg, ist das eben, da hat kein kultureller Wandel stattgefunden. Den muss man aufs Schärfste einfordern. Das kriegt man aber nur hin, wenn man das rechtlich hart macht. Das kann man also nicht moralisch einfordern, sondern man muss da einfach eisenharte, interne, gesetzliche Regelungen schaffen, die das unterbinden. Und das ist bisher eben im Ermessen der Behörden und führt zu diesen Fehlentwicklungen, wie wir sie beobachtet haben. Das wäre also beispielsweise, um mal was Konkretes zu nennen, die Begrenzung der Führung einer Quelle nach Jahren. Denn wir haben ja im Augenblick auch so eine Art von sich selbst reproduzierendes System deswegen, weil sozusagen der V-Mann-Führer seinen Wert damit beweist, dass er so und so viele Quellen an der Hand hat und dass die auch bleiben. Also die Destruktion des Systems, was beispielsweise der Verbot einer Vereinigung sein könnte, die Verhaftung irgendwelcher Leute, ist ja genau das Problem, was den V-Mann-Führer an einer erfolgreichen Karriere hindert. Absolut. Und ich finde, in dem Bild fehlt völlig, so zumindest meine Analyse dessen, was ich über den NSU gelesen und mir erarbeitet habe, dass man eben auch damit rechnet, dass diese Strukturen Abwehrmechanismen aufbauen, sozusagen Arten der Gegenspionage und der Irreführung. Das scheint mir auch nicht sozusagen in den Möglichkeiten bisher eingepreist gewesen zu sein. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, wie jemand wie Brandt agiert hat, dann hat man sehr bewusst diese Rolle als V-Mann genutzt, um eben auch, ich sag mal, Obstruktion und
Falschinformationen weiterzugeben. Und das scheint mir sozusagen in den internen Abläufen als Problem nicht richtig erkannt. Und das muss man dann noch dazu nehmen, ja, diese Möglichkeit. Jo. Bitte sehr, Herr Mayer. Also ich kann nicht einsehen, ich gebe mir Mühe, aber ich kann es nicht einsehen, dass der polizeiliche Staatsschutz, wie er hier und heute existiert, durch den Wegfall des Verfassungsschutzes gefährlicher wird. Also ich gebe Ihnen recht, die Vorfeldermittlungen, die übrigens schon längst im Gesetz stehen, seit 10, 12 Jahren, sind ein Problem, natürlich. Weil die Ausforschungseingriffe sozusagen sind nicht rechtsstaatlich kompatibel. Da haben wir auch ein Problem. Nur, wir haben mit der Polizei, das ist ja meine These, eine Institution, wo es sich lohnt, sie zu kontrollieren. Was den Verfassungsschutz betrifft, die wissen nicht, was sie tun. Die müssen nur das Heft lesen jedes Jahr. Da weiß man, was das für ein Dokument der Verwirrung ist. Und dann noch was. Bei den 10 Geboten wissen wir ziemlich genau, woher die kommen. Die kamen also vom Berg und Moses hat die empfangen. Woher kommt eigentlich das Trennungsgebot? Ja, woher kommt es denn? Ich habe es noch nicht erzählt. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich meine, gut. Ich kann es ja verraten. Sie haben es als eine Alliierte. Es steht im Bundesverfassungsschutzgesetz, aber dieses Gesetz steht zur Disposition einer einfachen Parlamentsmehrheit. Und dann gibt es Leute, die sagen, und gute Leute, es steht im Grundgesetz, es sei quasi irgendwie, also ich habe es noch nicht gefunden, im Wortlaut steht es nicht. Aber Sie können natürlich, das Verfassungsgericht hat jetzt gesagt, es gibt ein informationelles Trennungsgebot in dem Urteil von, war das jetzt im April oder so diesen Jahres, zu den Dateien, Verbunddateien und so weiter. Ein informationelles hat das Verfassungsgericht. Das heißt, die Polizei und Nachrichtendienste dürfen nicht per se austauschen, sondern nur ausnahmsweise. Ist natürlich auch, also praktisch gesehen, so gut wie gar nichts wert. Aber trotzdem ist noch die Frage, das Trennungsgebot des alliierten Polizeibriefs, was jetzt im Bundesverfassungsschutzgesetz steht, ist kein, also jedenfalls ist es sehr umstritten, das ist kein Verfassungsgebot. Und ich meine, die Logik gebietet es jedenfalls nicht, weil ich sagte ja, und ich habe auch noch keine Polizisten getroffen, die mir das anders erklärt haben, es gibt sonst, ich meine, Nachrichtendienste sind als Inlandsdienst, das muss man da auch mal sagen, herkömmlicherweise Spezialabteilungen der Polizei. Und was machen die? Spionageabwehr und Terrorismus. Ja, sie werden überall in England, wie auch immer die heißen, ich kenne jetzt die Abkürzung nicht, kann ich nicht runtersagen, aber überall, auch in Dänemark und so weiter, die heißen dann Nachrichtendienst der Polizei. Das sind spezielle polizeiliche Abteilungen. Und dieses drollige Verfassungsschutz, übrigens ein Begriff, den auch nicht die Deutschen erfunden haben, sondern wiederum zwei amerikanische Nachrichtendienstleute, die haben gesagt, wir brauchen einen Begriff, der jede Assoziation an Gestapo und so weiter vermeidet. Und da haben die diesen rührenden Begriff Verfassungsschutz erfunden, an den sich die Deutschen heute immer noch klammern. Und solange wir eben auch immer noch glauben, dass wenn der Verfassungsschutz wegfällt, wir ein Sicherheitsproblem hätten, ja, dann sind wir Teil des Problems. Tja, wir haben es nicht geschafft, bis um 16.50 Uhr den neuen Verfassungsschutz zu definieren und sozusagen die Herrschaften, die ihn zurzeit betreiben, werden also zunächst einmal sich zurücklehnen und ihre V-Leute jetzt anrufen, was es denn Neues gäbe. Wir müssen also in Permanenz weitertagen und als Zivilgesellschaft sehr genau zugucken. Das war unser Podium, wie weiter mit dem Verfassungsschutz. Herzlichen Dank, Herr Horst Mayer, Herr Rainer Erb, Konstantin von Notz. Und ich möchte nun... Applaus